Hi, danke fürs Einschalten. Elden Ring, gerade eben Morgott besiegt und jetzt soll ich in ein Schneegebiet, weil der Eldenbaum mich nicht reinlässt. Dafür habe ich hier eine tolle rote Markierung bekommen. Meine Vermutung ist, dass ich irgendwo hier unten durch muss, um dann irgendwie hier rüber zu kommen. Ja, wir gehen mal auf die Suche. Wir gehen mal auf die Suche. Feuer? Also irgendwo konnte ich doch. Das war von hier. Ja, jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen schwerer machen. Jetzt brauche ich nicht mehr die schnelle Rolle. Und jetzt kommt auch wieder mehr physischer Schaden an, wahrscheinlich. Die blitzen da unten ein bisschen. Wieso habe ich jetzt eine große Last? Ja, wird schon passen. Schon one show us flame. Habe ich irgendwas Feuriges dabei? Ja, warte. Kann ich sogar drin lassen, aber ich würde lieber den Zauberstab reinpacken. Habe ich damit auch noch eine mittlere Last? Ja, kann ich sogar mitnehmen. Ah, ich sollte einmal kurz an der Gnade rasten. Weil das hat jetzt mein ganzes Mana verbraucht. Einer dieser zaubernden Gewinner? Keinerlei Kenntnisse in dem Spiel. Okay. Ja. Gewinner manchmal. Ich habe auch schon oft verloren. Zaubern kann ich ein bisschen, aber ich verprügel die Leute lieber mit einem Schwert. Ich glaube, hier unten geht's weiter. Was lag da auf dem Boden? Das hatte doch einen Sinn und Zweck da oben. Ah, hier. Nur Regression enthüllt Geheimnisse. Gott, was war jetzt nochmal Regression? Die Regression beschreibt in der Psychoanalyse einen Abwehrmechanismus, durch den sich der Betroffene vorübergehend auf eine frühere Stufe der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren Verhaltens- und Beziehungsmustern zurückzieht. Das Gegenteil der Regression ist die Progression. Eine frühere Stufe der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren Verhaltens- und Beziehungsmustern.
Kind sein. Ich habe aber nichts, was irgendwie kindisch wäre an Emotes. Niedergeschlagenheit. Daumen nuckeln. Der Jubel, das hier, Begeisterung. Freudensprung. Verbeugung, höfliche Verbeugung, ermutigender Ruf. Vorwärts zeigen, aufwärts zeigen, abwärts zeigen, Halt, winken. Stärke, Bravo, herzliche Begrüßung, lockere Begrüßung, herbeiwinken. Triumphierender Jubel, gedankenversunken Nicken, Schlachtruf, wie ihr wünscht, höfliche Verbeugung, Verbeugung, euer Sporne mich an, was wollt ihr? Gebet, um Gnade betteln. Ich weiß nicht, ob das hier, ob sich das überhaupt hier drauf bezieht, ne? Sowas wie schlafen oder ruhen? Aber es sieht schon so aus, als wäre das hierfür gedacht, ne? Ehrfürchtige Verbeugung, Regression ist ja irgendwie auch zurückziehen oder sowas. Also schlafen, dösen. Wie viel Backseat Gaming ist erlaubt? Du, in diesem Fall so viel wie du möchtest. Weil, ob ich jetzt hier wild irgendwelche Sachen ausprobiere oder. Weil ich würde jetzt dann. Ich würde wahrscheinlich jetzt dann gehen. Außer du hast noch eine Idee, die du sehen möchtest, ob sie funktioniert. Ruhe. Ich weiß ja nicht mal, ob das überhaupt mit Emotes zu tun hat hier. Teil einer längeren Questreihe zu sein, bei der du eine Geste bekommst. Okay. Ja, welche Geste wär's denn? Vielleicht habe ich sie ja zufällig. In dem Fall hast du kurz nachgeguckt. Gesamtheit der Ordnung? Nee. Nee. Ah, warte, da konnte ich noch scrollen. Moment. Ah, nee, das sind alle, die ich habe. Okay, nee. Dann lassen wir das. Ach, ist nicht dein Ernst. Jetzt blitzt hier so ein Käfer rum. Oh, hi. Warte kurz.
Was passiert hier gerade? Warum wird es hier so dunkel? Holy shit. Oh nee. Warte. Warte bitte, warte bitte. Ich muss kurz heilen. Nein, scheiße. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ach komm, dass er mich dann... Er war fast tot. Schweinerei. Tilo, warum sollte ich das tun? Wenn es eh eine längere Questreihe ist, bin ich jetzt, weiß ich nicht, ich möchte ins Schneegebiet. Das ist gerade so der Plan. Aber ich kann mir hier natürlich einen Marker hinsetzen. Das ist aber sehr... Ja, weiß ich nicht. Ich erinnere mich auch daran. Also ist jetzt nicht so, dass ich den Ort vergesse. Ja, Kumpel, komm mal her. Machen wir das nochmal. Das Prozedere. Ja. Hallo? Ja, hier bin ich. Komm her. Aua. Na bitte. Zum... Goldene Barriere. Okay, cool. Wie jetzt? Dafür bin ich hierher gelaufen? Ah. Nun, dann ist das doch nicht der Weg. This is the way. Ja, jetzt stellt sich mir die Frage, wo muss ich lang? Ha. Hierdurch irgendwie oder hierdurch? Oder hierdurch? Oh.
Oh, Idee. Es ist auch so schwer, alles zu erkennen hier. Muss ich nochmal von oben gucken? Ich könnte nochmal von oben gucken. Da hinten ist ein bisschen Loot. Ich könnte natürlich auch hier runterhüpfen, ne? Das müsste ich eigentlich überleben. Ja. Oh, was bist du denn? Ich glaube, ich will dich killen. Gut. Das ging absolut klar. Goldene Rune 11. Goldene Rune 8. Ja, ist nett. Netter Loot. Ah, der Flötenspieler, der hat mich auch schon mal hart verprügelt. Komm mal raus da aus deinem Loch. Will ich hier überhaupt irgendwas? Ich glaube, ich will hier eigentlich gar nichts. Ich glaube, ich kann mich teleportieren. Ich glaube, ich kann mich teleportieren. Ich denke nicht, dass ich hier was finde. Also ich würde es jetzt mal von außen probieren, glaube ich. Weil hier sind ja auch die fetten Mauern. Da komme ich ja eh nicht rüber, wenn ich hier unten bin. Wenn dann vielleicht hier runterhüpfen und dann da lang. Aber sehe ich irgendwie nicht. Ah, warte, hier. Da vielleicht. Mal gucken. Mal gucken, wie es von der Seite aussieht. Hier war diese Öffnung. Genau diese. Nee. Das wäre jetzt genau da gewesen, wo ich gedacht hätte, vielleicht kann ich darüber. Aber das sieht schon so aus, als wäre das der Weg dort. Ja. Und da geht's runter. Da geht's hier so runter. Das heißt, vielleicht hier vorbei? Hier ist jetzt, glaube ich, wieder der fette Baum, ne? Okay.
Okay, nee, der scheint weg zu sein. Das letzte Mal bin ich hier links runter. Und hab mich, glaube ich, nicht da hinten umgeguckt. Es ist zu ruhig. Hier passiert gleich was. Ah, guck mal. Okay. Ah, perfekt. Schau mal an. Kann ich euch umgehen? Oh, hi. Ja, bete du doch mal. Bete ruhig weiter. Oh nee, das sind so löwenartige Bestien. Ich renn dran vorbei. Bist nur du mitgekommen? Ja, da draußen kannst du bleiben. Tschüss. Oh, er kommt. Nice. Nice, nice, nice. Super Sache. Krass, ne? Hier wird's langsam schlechtes Wetter. Keine Ahnung, warum ich das getan habe. Eigentlich hatte ich noch genug Leben, aber... Oh, hi. Ei. Nee. Warum will es jetzt gerade wieder nicht funktionieren? Dann halt so. Freund Nase. Dann halt so. Flammen, Drachen, Talisman plus 1. Nice. So, Pferdekumpel. Randgebiete der Hauptstadt. Ja, dich verprügel ich easy jetzt, hoffentlich. Habe ich mich jetzt gerade nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, wir hauen beide aneinander vorbei. Auch gut, jawohl. Danke.
What the fuck? Was ist hier? Was ist hier los? Okay. Das war wild. Hier ist es schon wieder so extrem ruhig. Und nix. Und Entschuldigung. Nix ist los hier. Das macht mir immer so viel Angst in diesen Spielen, wenn es so ruhig ist. Hat auch irgendwie was Cooles, aber... Okay, bevor ich den Aufzug benutze... Gehe ich, glaube ich, mal ganz kurz zu dem Turm dahin. Hier ist wieder so wenig... Oh oh. Was zum... Nee. Nee. Nee, 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 nee. Das ist ein Bait. Aha. Solange der andere mich in Ruhe lässt, ist alles gut. Shit, ich habe nicht auf mein Leben aufgepasst. Kacke. Was seid ihr denn für seltsame Typen, ey? Und wieso war da nirgends eine Gnade? Jetzt muss ich wieder von hier laufen. Oh Mann. Der Weg, ey. Im Chat sind sie auch schon alle eingeschlafen. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich habe einfach nicht auf mein Leben aufgepasst. Hätte ja noch genug. Das hätte ein easy first try werden können. Wahrscheinlich haben die aber auch eine zweite Phase, wa? Jetzt muss ich den Aufzug erst nach unten holen. Das ist ungeschickt. Mit den kleinen Lurchen hinter mir. Es ist nur ein kleiner Lurch. Dann ist er gut. Was für ein Ding, ey. Geil.
Was für ein Aufzug. Ich gucke jetzt erst im einen Turm den Aufzug, ob ich da eine Gnade finde. Da wird 100 pro eine Gnade sein. Die Frage ist, töte ich das, was jetzt hier oben ist, oder gehe ich einfach dran vorbei? Ich denke, ich sollte sie killen. Aber den Reiter, auf den pfeife ich. Ich darf nicht reiten. Er darf reiten, ich aber nicht. Schweinerei. No. Bleib mal schön da. Pro ist hier unten eine Gnade, dann wenn ich hier oder rauf, runter, eher runter. Dunkel. Yep. Perfekt. Ja, passt, würde ich sagen. Da hinten, da ist auch schon wieder, da ist wildes Zeug hier. Es strahlt irgendwas rot. Ja, gucken wir uns da alles an. Gucke ich mir alles an. Es ist insgesamt so ruhig und bedrohlich, ist schon seit geraumer Zeit alles irgendwie. Als würde bald was ganz, ganz Schreckliches passieren. So, ich würde gerne den anderen zuerst killen. Der war nämlich ein bisschen wilder. Ah, shit.
Okay. Asche von Maltöter Rollo. Okay. Lol. Alles klar. Das war ja seltsam. Ist mein Chat irgendwie kaputt? Ist der Chat kaputt? Nö. Nee. Schreibt nur niemand was. Bin erstaunt, es ist so ruhig geworden. Es ist sehr, sehr ruhig geworden. Das ist schon echt gut gemacht, muss man wirklich sagen. Dass ein paar Türme waren dabei, wo man so ein bisschen rumrätseln muss oder wo es ein bisschen mehr zu entdecken gibt auch. Aber dass ich jetzt nicht bei jedem Turm irgendwie mir einen Ast abbrechen muss, um dahin zu kommen, finde ich sehr, sehr angenehm. Und eine gute Entscheidung, eine sehr gute Entscheidung. Morgoths große Rune. Nice. Was kann die eigentlich? Erhöht maximale Lebenspunkte deutlich. Ja, wäre vielleicht irgendwann mal eine Überlegung wert, ne? Okay. So, was ist hier los? Wohin hat's hier irgendwie rot? Da. Was ist das? Hier geht's in... Okay. Na gut. Nebliges Schneegebiet. Ich weiß nicht, was ich davon gerade halten soll. What? Oh, hi. Du hattest ja Kumpels. Ihr seid Glaskanonen. Ganz eindeutig. War ich auch mal.
Bisschen mehr trainieren, mehr Runen sammeln, dann werdet ihr auch cool. Erstmal Karte aufdecken. Oh, okay. Ich bin vergiftet. Wow. Ey, stopp. Geht's hier weiter? Nee, niemals. Muss ich jetzt hier klettern anfangen, oder was? Könnte natürlich erstmal noch zur Gnade das Gift loswerden, ne? Aber weiß ich nicht. Okay, es ist shiny, überall ein bisschen rot scheinend. Hier scheint es nicht weiterzugehen. Gucken, wie es hier aussieht. Also winden tut es hier anscheinend. Okay, das geht irgendwie von dem Baum aus, dieses Rot. Und den Bäumen. Okay, ich bin mir wirklich nicht sicher. Da ist doch ein Weg eingezeichnet. Da werde ich doch jetzt nicht hier von der Gnade weg, einfach ein gerader Weg. Warum kletter ich hier in der Gegend rum? Ja, und das scheint der Weg hier zu sein. Ach, vom Pferd runter kämpfen ist auch was Seltsames. Okay, der Weg ist weiter da drüben. Aber hier ist doch nur Abgrund. Was? Hier lang? Alter. Die knallen einen Schaden raus. Die knallen einen Schaden raus. Ich reite da jetzt durch. Ich glaube, viele, viele Runen dürfte ich nicht gehabt haben, ne? Zumindest weiß ich ungefähr, wo der Weg ist jetzt. Die ganze Nummer hier ist immer noch so
Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ganz wilde Sache hier. Arbeiterkampftag an. Pedigree, hau rein. Gute Nacht. Schön, dass du am Start warst. Schön, dass ihr alle am Start seid. Auch ihr auf YouTube. Auf jeden Fall. Weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich muss hier gedämpft sprechen, weil irgendwie gibt es einen Marikas Pfahl. Ah ja, Verheerer der schwarzen Klinge. Alright. Was zum Teufel passiert? Autsch. Autsch, 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 autsch. Nicht gut. Oh shit. Oh. Ja, er ist ein bisschen böse. Oh, das war knapp. Nee. Ah, Mist, schade. What, 60.000 Seelen? Shit, wie, wo, wann, woher habe ich 60.000 Seelen? Ah, es gibt zum Glück einen Marikas Pfahl. Wilde Nummer hier oben. Der war jetzt aber okay, der Boy. Sagte er und kriegte aufs Maul. Falscher Trank. Mist.
schon wieder. Oh, oh Gott im Himmel. Wilder Move. Ach, hau doch nicht ab. Heiliger Strohsack. Ey, wie er jedes Mal wieder... Ich hasse das, wenn das passiert, ey. Wenn die Gegner einfach genau den richtigen Moment haben, um vor dir auszuweichen. Oh, wow. Komm schon, Kollege. Das war das erste Mal. Der erste Versuch war wieder so gut, ne? So typisch wieder. So typisch. Könnte halt auch einfach an ihm vorbei, aber... Das passt schon. Ich mache genug Schaden. Schon wieder Quatsch gemacht. Dass der zweite jetzt so schnell hinterherkam, das war wichtig. Nehme ich gerne. Ja, das dürfte es doch gewesen sein. Nice. Gargoyle Doppelschwarzklinge. Gargoyle Schwarzaxt. Let's go. 120.000 Seelen schleppe ich mit mir hier rum. Kommt mir hier auch schon wieder irgendwie bekannt vor. Gehen wir noch ein bisschen auf Leben. Alte Fingerleserin, was hast du mir zu sagen? Please, I can read them. Your fingers.
Das Land der Flamme der Riesen. Ist die erste Todriss. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Gute Dame, ich habe ein riesiges Problem mit deinen Fingern, mit diesen komischen Dingern, auf die ihr hört. Ich mag die Dinger nicht. Das ist seltsam. Also, zeig mir das Land der Riesen. Diese Finger, das erste Mal, als ich das gesehen habe, habe ich überlegt, ob ich sie nicht vielleicht mitnehmen soll. In den Tod. Diese Finger sind seltsam. Diese ganze Sekte rund um diese Finger. Ganz komische Leute. So. Sehr verehrte Riesen, wo seid ihr? Wo ist eure Flamme, damit ich den Eldenbaum anzünden kann und das Ganze hier ein Ende nimmt? Ganze Nummer. Was hier, kann ich das Medaillon nochmal hochhalten? Ach so, dann. Okay. Fährt er wahrscheinlich wieder runter. Berggipfel der Riesen. Okay, das ist auch nicht mehr ganz so gedämpft hier alles. Da habe ich schon wieder irgendwelche Runen von irgendwoher bekommen, weil irgendein Viech gestorben ist oder so. Feuerblüte. Reicht das? Kann ich damit schon den Baum anzünden? Da kann ich bis da runter gucken. Nice. Und da hinten ist Haus Vulkan. Stark. Ah ja, Map. Nice. Okay. Aber warum ist hier so viel Grau noch, was man vielleicht aufdecken kann, wenn das hier alles ist? Das kann doch nicht sein. Nee, hier ist auch noch Weg. Okay, das heißt, wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal hier vor mich da durchkämpfen oder so. Dann hier rüber. Mein Gott, hier ist ja noch voll viel los, ey. Und ich war schon so, vielleicht ist ja beim Eldenbaum Ende. Aber nein. Kein Ende in Sicht, aber ein Ninja. Hi. Wer bist du? We meet the tarnished. Who would be Lord? Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. Was?
for he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri. Habe ich dich schon mal gesehen? You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. Okay. How would the lord crowned so be looked upon? What the fuck? Chosen, tarnished, and would be lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl. And singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Boah, gibt's da dann noch? Chosen, tarnished, and would-be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. May Chaos take the world. May Chaos take the world. Chosen, tarnished, and would-be lord, descend into the depths far. Okay. Habe ich jetzt hier tatsächlich. Okay, wow. Also ich will nicht unbedingt die Maid opfern. Das machen wir, glaube ich, nicht. Das werde ich nicht tun. Und dieser Weg führt mich allem Anschein nach genau dorthin. Dass die Maid in irgendeine Schmiede springt und sich dafür opfert, damit ich eine Flamme bekomme. Allem Anschein nach. Jetzt hat der mir gerade gesagt, unter der Hauptstadt gibt es drei Finger, die mich zur Flamme machen können, um den Erdenbaum abzufackeln. Womit ich mich einverstanden erklären würde. Das wäre absolut in Ordnung für mich. Ich möchte aber auch dieses Schneegebiet erforschen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, kann ich beides tun? Das Schneegebiet erforschen, ohne zufällig und aus Versehen die Maid in irgendeine Schmiede zu schmeißen, weil ich gerade da drüber stolper und dann wird Story abgefahren, die ich eigentlich nicht haben will. Oder die andere Option. Ah, Sepp. Sepp hilft glücklicherweise aus. Das Spiel fragt mich vorher, ob ich sie abfackeln will. Okay, das heißt, ich kann mich entscheiden. Dann muss ich mal gucken, was ich zuerst erforsche. Schnee oder Kanalisation. Melina. War jetzt die Melanie, ist das meine Melanie oder ist das die böse Melanie? Warum heißen die Frauen in diesem Spiel alle irgendwas mit M? Melina, Melania, Margarete. Also die Melanie, Melina ist die nette. Meine Maid, okay.
Ob wir Schnee oder Kanalisation erforschen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich tendiere aktuell eher zum Schnee. Und bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.